Hi Leute, ich bin's wieder, euer Markus. Heute bin ich wieder im Siebengebirge und gehe einen relativ ähnlichen Weg, so wie bei den letzten drei Videos. Und mein Ziel wird ein ehemaliges Nonnenkloster sein. Und danach geht es weiter zu einem, vermutlich zu einem ehemaligen Steinbruch. Ich hoffe, dass das Wetter einigermaßen mitspielt, habe schon mal eine Regenjacke an. Es fängt schon wieder an zu tropfeln. Ja, aber auch im Regen kann man Spaß haben. Kommt mit. Ja, so wie es aussieht, kann ich meine Jacke doch immer wieder wegpacken in den Rucksack. Weil erstens zu warm. Zweitens, wenn ich nach oben gucke. So, genau. Deckt mich doch das Dach des Waldes doch gut ab und bin wohl geschützt, so ziemlich geschützt, sagen wir mal, gegen Regen, Hagel, Sturm, Schnee, Meteoriteneinschläge, keine Ahnung, was noch kommt, vielleicht sogar vor bösen Wölfen, die von oben fallen, egal, ja, ansonsten, komm mit, bis dann, da geht's noch. Man muss sich nur zu helfen wissen an einem Rucksack. Wie ihr sehen könnt, bei dieser Aufnahme, die war beim ersten Video auch. Und jetzt gehen wir aber nach Heisterbach. Das sind, ja, da steht 3,3, ich sag 3,5. Da war schon beim letzten Mal der eine Weg, der so verwachsen war, so gut gefallen hat, gehe ich den Weg heute mal genau andersrum, weil ich fand den einfach nur, man merkt schon, dass es geregnet hat, zwar nicht viel, aber ausreichend für die Luftfeuchtigkeit hier im Wald, die ist hoch, also wenn ich ab und zu mal im Wind durchkommen würde, ich bin so schon am Ölen wie ein Bär und ich glaube, ich würde ganz kaputt gehen. Aber es macht Spaß, macht richtig Spaß. Weiter. Ich hab noch wie in einem der letzten Videos schon erklärt, bin ich wieder an dem Ameisenhügel, der am Baum ist. Ich sag mal so, die Ameisenkönigin wollte ein Penthouse haben. Darum bauen die da. Also da gehe ich mal voll von aus. Anders kann ich mir nicht erklären, warum man an einem Baum einen Ameisenhügel macht. Wollen wir mal selber gucken? Okay. Aber ich sag ja, die Königin will da oben, da oben, sicherlich eine Penthouse-Wohnung haben. Anders kann ich mir nicht erklären. Naja, dann lassen wir die mal in Ruhe weitermachen. Wow. Seht ihr, was ich da aussehe? Das ist kein Regenwurm. Interessanterweise bewegt es sich auch nicht. Geil, eine Schlange. Na, da können wir sagen, was das für eine ist. Aber es lebt doch. Ja, Jungs, könnt ihr mal sehen. Geil. Müssen wir mal ein Foto von machen. Ranzoomen. Glaubt mir sonst keine Sau. Eine kleine Ergänzung zu der Bindschleiche, die ich gerade eben da hinten gesehen habe. Die ist natürlich keine Schlange, sondern eine Echse. Und kann, wenn sie Angst hat und flüchten muss, ein Stück von ihrem Schwanz abwerfen. Und der wächst dann wieder langsam nach. So, damit habe ich mal wieder bewiesen, dass die Tiere im Wald Fluchttiere sind, genauso wie wir. Ich habe mich auch im ersten Moment erschrocken, ja. Aber nun, wie es so ist, Neugierde war größer. Rangehen, gefilmt. Ja, und dann mit einem kleinen Stock die Bindschleiche dezent wieder Richtung Gestrüpp geschoben. Also gezeigt, wo es lang geht. Weil ich wollte doch nicht, dass da noch irgendein anderer drauf tritt. Das wäre sehr schade um sie, weil ein schönes Tier. Ich hätte es am liebsten mitgenommen. Aber sie gehört hier in den Wald, nicht bei mir zu Hause, im Terrarium oder sonst wo, oder auf dem Hof, im Garten. Sie gehört hier hin. Hier ist sie frei. Kann sich schön bewegen, wie es sich gehört. Und
Jetzt haben wir mal wieder so einen kleinen Hinweis. Stein, Schild, das nennen wir schon. Steinschild. Ja, und nach Heisterbach noch 2 Kilometer. Ja, das ist doch schon mal was, ne? Und da geht's weiter. Ja, mittlerweile ist aus dem Waldweg ein asphaltierter Weg geworden und ja, schwuppsdiwupps, sieht man da so einen kleinen alten Steinbruch. Lass uns den mal angucken. Beeindruckend, aber lass uns doch mal am besten hier ganz schnell raus, weil hier gibt es Mücken, Mistviecher, und die mögen mich irgendwie gerade sehr und ich sie nicht. Ja, nix wie raus hier und weiter zum Kloster. Ja, hab ich gerade entschlossen, noch einen kleinen Umweg zu nehmen über den Nonnenstromberg. Ja, da soll einen Aussichtspunkt geben. Schau mal, wie der ist. Kann ja nur schön sein hier. Und ja, ich hoffe, ich habe den richtigen Weg gewählt, weil die Kreuzung mit 6 Wegen. Eigentlich wollte ich gerade auf den Nonnenstromberg Querfeld auflaufen. Dann habt ihr allerdings gesehen, wie steil das ist und habe mich für ein klares, dezentes Nein entschieden. Ja, ist ein bisschen schade eigentlich. Weil ein bisschen Querfeld einlaufen wäre auch mal interessant zum Filmen. Aber wenn ich da so hoch gucke, dann schätze ich die Steigung mal auf mindestens 45%. Und alleine besser nicht, bevor man sich die Achsen bricht. Ne? Ich meine, ich bin zwar relativ gut, aber es muss nicht unbedingt so eingefallen ist, Leute. Und zwar, viele sagen zu mir immer, ich wäre so ein Survival-Bushcraft-Weichei. Daraufhin habe ich mal gefragt, warum. Und sie sagten, ja, du isst ja keine Maden, keine Grillen, keine Insekten und sowas. Ich sag mal so, ich bin noch Anfänger. Und selbst mit Pilzen kenne ich mich nicht aus, weil ich auch nicht Pilze wirklich mag. Darauf habe ich gesagt, gut, okay, machst du das, was du kennst. Sprich, Fichtentee und sowas. Oder halt Brennnesseltee oder Brennnesselsamen essen, Holunderblüten zum Frühjahr nehmen, daraus Sirup machen. All das, was ich kenne, mache ich. Wo ich mir unsicher bin oder Bedenken habe, dass es nicht gesund ist für mich und ich gesund ausgehen würde, lasse ich auch einfach sein. Ich taste mich an dieses Thema langsam ran. Erstens will ich Spaß haben dabei. Und zweitens, was bringt es mir, wenn ich von jetzt auf gleich alles kann? Sind wir mal ehrlich. Was bringt es ein? Von jetzt auf gleich. Hey, ich kann allein im Dunkeln schlafen. Ja, im dunklen Wald. Ja, toll. Schön, dass ihr das könnt. Schön, dass ihr sofort den ersten Regenwurm nimmt und fresst und weiß der Geier was. Ja, toll. Habt ihr überhaupt mal ein Erfolgserlebnis dann? Ich würde mal sagen, nein, ihr habt es nicht. Denn wenn man sich jedes Mal, wenn man wieder rausgeht, ein Stück mehr traut, hat man noch weiter Interesse an der Sache. So sehe ich das. Ja, ich hoffe, ihr seht das so ähnlich. Wenn nicht, habt ihr Leute. Mich hat mal einer gefragt, wie ich mich im Wald verhalte, wenn es dunkel wird oder die Nacht ist. Und wie ich Bedenken habe wegen Wildschwein oder generelles Wild. Ja, da habe ich ihm gesagt, ganz einfach, ich laufe nicht querfeldein, ich bleibe auf den Wegen und mache Lärm. So, jetzt bin ich auf dem Schotterweg. Ich laufe ganz normal, hören die Tiere. Und wenn ich dann ganz viel Bedenken habe, mache ich bloß mal den hier. Ist ein bisschen lauter. Die Tiere
merken das und sind vorsichtiger und kommen gar nicht aus meiner Nähe. Und wenn doch, stehen bleiben, beobachten, notfalls ein paar Schritte zurückgehen, dass das Tier merkt oder die Tiere, von hier geht keine Gefahr aus. So, reicht das oder noch mehr? Reicht, ne? Endlich den Aufstieg zum Nonnenstromberg gefunden. Da lang. Und krackeln wir da auch noch hoch. Das ist normal, schon mal sehr. Einfach hoch, einfach weiter. Ja, ich meine, dass das ein Aussichtspunkt ist hier auf dem Nonnenstromberg, dann ist es aber sehr enttäuschend, also wirklich sehr enttäuschend. Dann lohnt sich der Aufstieg keineswegs. Schaut euch mal um. Es ist überall Wald. Ja. Oh, Wald. Da geht ein Weg lang. Abwärts. Wald. Wald. Oh, eine Bank. Oh, ein bisschen zum Ausgucken. Ja. Und jetzt soll mir bitte mal einer erklären, was jetzt daran toll ist. Ja. Man kann hier sitzen. Guckt aufs Grüne. Oder aber da hinten auch ein bisschen Berg mit Wald. Naja, jeder wie er meint. Und jetzt gehe ich weiter. Und zwar den Weg runter. Meine Karte auf meinem GPS-Gerät sagt mir, wenn du gleich unten angekommen bist, bist du im Kreis gelaufen, du Trottel. Ja, so viel zum Thema. Nonnenstromberg, tolle Aussicht. Diese eine Bank. Ganz ehrlich, ja. Habe ich mich so ein klein wenig im Wald verlaufen. Beziehungsweise ich bin falsche Abzweigung gegangen, weil ich eindeutig bezeichnet war im Wald. Aber Karte immer dabei. Und somit kann ich mit dem GPS-Gerät und meiner Karte genau abstimmen, wo ich in etwa bin, wie ich jetzt gehen sollte. Ja, und jetzt schauen wir mal, ob ich dann wieder auf den rechten Weg komme. Ja, hat man dank seiner aufmerksamen Augen und Ohren wieder was Wasser und das baut ungemein auf, wenn man weiß, man kann wieder trinken und muss nicht sparsam sein. Die Quelle dort, da, genau, werde ich mit dem GPS markieren, für den Fall, dass ich nochmal zurückkomme, weil die war auf der Karte nicht markiert. So, denn, denke ich mal, kann es weitergehen. Ja, ihr Lieben, mein erstes Hauptziel ist endlich erreicht. Das Kloster, also ich sehe schon die Klostermauer. Da befindet sich wahrscheinlich ein Altenheim. Oder wie wir in Köln sagen, Jurassic Park. Bin jetzt am Wanderparkplatz im Mantel. Und bis zu meinem Auto werden es circa noch 5 Kilometer sein. Ich glaube, dann habe ich so circa 20 voll. Jungs, ich bin jetzt in einem Arsch. Durfte auch so gerade eben mal feststellen, dass die Mücken mich gerade hier in der Region sehr gern haben. So gern, dass mich mindestens 10 Viecher gestochen haben. Ich weiß nicht, wo ich mich jucken soll, kratzen soll. Ey, das ist Wahnsinn, die Viecher so aggressiv. Halleluja. Gibt doch genug Tiere, die hier rumlaufen zum Stechen. Nee, dann nehmen sie wieder mich. Naja. Ich habe noch 3 Kilometer vor mir bis zum Auto. Dann geht's ab nach Hause.
Also, man sieht ein schöner, doch recht anstrengender Tag heute mit ziemlich genau 20 Kilometer bergauf, bergab, inklusive Verlaufen. Das hat mir wieder persönlich gezeigt, verlass dich nie auf ein GPS-Gerät, nimm eine Karte, nimm einen Kompass noch mit. Und mit allen drei Hilfsmitteln weiß man eigentlich doch ziemlich genau, wo man auch in einem Wald sein kann oder sollte. Also mir ist das klar. Ich habe es geschafft, hab mich um 6-7 Kilometer verlaufen. Kann passieren. Ich wünsche euch jetzt noch viel Spaß und man sieht sich. Bis dann.